Was ist die zweite Lok? Ihr Bahnhof Mansfeld-Schleife, Ihr Bahnhof Mansfeld-Schleife. Eingefahrener Zug fährt um 16 Uhr zur letzten Rundfahrt Richtung Bahnhof Bittgrund. So, willkommen in Watterode bei der Parkbahn, ehemalige Pioniereisenbahn Watterode. Wurde, glaube ich, in den 50er Jahren aufgebaut. Nach der Wende war dann erstmal Sense, war dann viele Jahre Ruhe. Und vor 10 Jahren oder so ging das dann wieder los. Oh, jetzt ist Abfahrt. Bahnhof Mansfeld-Schleife. In Richtung Rippergrund. Bitte zusteigen, die Sicherheitskette schließen und auf die Parkbahn schließen. Da geht's los. Oh, die GoPro ist bei 27%, aber ich war nicht mehr genug im Akku, um die ganze Strecke zu filmen. Aber die Strecke ist bloß so 1,5 Kilometer lang. Hier ist die Wendeschleife. Ja, also eine Wendeschleife haben sie hier in dem Bahnhof. Und dann noch so ein kleines BW-Abstellbereich für die Lok sind die Wagen. Und dann ist im Prinzip hier bloß noch ein Bahnhof, ein Kopfbahnhof, wo man hinfährt mit Ausweichgleis und Drehscheibe. Und dann geht es wieder zurück. Aber ist nicht schlecht. Oh, jetzt geht's los. Ausfahrt aus der Wendeschleife. Tja. Die Bahn hat eine Spurweite von 500 mm. Meines Wissens gibt es in ganz Deutschland nur zwei solche Bahnen, die 500 mm Spurweite haben. In Berlin gibt es, glaube ich, noch eine, aber die hat bloß eine ganz kurze Strecke. So, hier ist die Weiche der Wendeschleife. So, jetzt geht es 1,5 Kilometer bis zum Ortseingang von Watterode. Da ist dann der Endbahnhof, da wird umgekoppelt und dann geht es zurück. Tja, für die Kinder in der Gegend ist das jetzt natürlich ideal. Ja, da möchte man noch mal Kind sein, wenn man so eine Bahn direkt vor der Haustür hat. Kann man den ganzen Tag an der Bahn spielen. Noch 500 Meter. Dafür braucht man eine Action-Cam. Und der einzige Bahnübergang. Ja, also die Bahn ist sicherungstechnisch komplett versorgt, haben alles drin, alle Signale, die Weichen sind alle vom Betriebswerk ausgesteuert, vom Bahnbetriebswerk, also schon nicht schlecht, oder vom Stellwerk. So, hier ist das Ausweichgleis und da hinten ist noch so eine kleine Drehscheibe. Da wird die Lok gedreht.
So, jetzt hat die Lok gedreht. Tja, das ist Technik, die begeistert. Ja? Da freut sich jeder Eisenbahner und jeder Modelleisenbahner. Viele Grüße an den Langstrecken-Thomas. Du bist doch, glaube ich, Lokführer, ja, oder? Ist das eine richtige Lok? Die fährt übrigens elektrisch. Tolle Drehscheibe. Das war's. Die Fahrt mit der Watteroder Pionierbahn. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Ja, schöne Sache. Ups. Cool. Und hier gucken wir nochmal. Ich glaube, es sind hier die ganz alten Personenwagen aus den 50ern. Die haben sie alle nochmal schön aufbearbeitet, gearbeitet. Ja, ich kenne das bloß vom YouTube-Kanal. Wie sieht denn die Lok von innen aus? Ah, cool. Ach, da kommt schon eine angerollert. Gut, so, das war's erstmal.